Hey Leute, das ist ganz Hyam, willkommen bei WTN Germany. Im Jahr 1970 spielt Hans-Peter Hallwachs im ersten Tatort mit. Er zählt jahrelang zu einem der meistbeschäftigten Charakterdarstellern des deutschen Fernsehens, seine Stimme ist unter Hörspielfans Kult. Bereits Mitte Dezember ist er im Alter von 84 Jahren gestorben. Der Schauspieler und Hörspielsprecher Hans-Peter Hallwachs ist tot. Er starb bereits am 16. Dezember in Berlin und wurde 84 Jahre alt, wie aus dem Familienkreis verlautete. Hallwachs zählte zu den meistbeschäftigten Charakterdarstellern im deutschen Fernsehen, war jedoch fast immer in Nebenrollen zu sehen. So spielte er allein in 16 Tatort-Krimis der ARD mit, unter anderem in der allerersten Folge Taxi nach Leipzig. In der ZDFSE. Hey guys, this is Ghanshyam. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.